Jo, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem brandneuen Video von mir. Mein Name ist King Mortizi und das ist Sneaker Talk. Oh mein Gott, ich sehe heute aus wie Eddie Murphy, aber meine Waves sitzen. Heute habe ich mir was Neues überlegt. Ihr stellt mir mal ganz viele Fragen auf Instagram, Snapchat und in den Kommentaren. Da dachte ich mir, okay, hey, warum drehen wir nicht einfach mal so ein Frage-Antwort-Video, ne? Wo ihr mir Fragen stellen könnt und ich werde sie beantworten. Also habe ich auf Instagram einen Post gemacht, wo ich sagte, ey, stellt mir Fragen. Und die beantworte ich dann auf YouTube. So, deswegen habe ich mir ein paar Fragen rausgepickt. Es sind ein paar da, so was ich meine. Die werde ich jetzt dann gleich beantworten. Und ja, Freunde, wenn ihr Lust habt auf weitere Unterhaltung, dann folgt mir gerne auf Instagram und Snapchat. Da mache ich ganz andere Art von Unterhaltung, ne? Comedy, Entertainment, alles mögliche mache ich da. Deswegen folgt mir auf Instagram und auf Snapchat at King Mortizi. Und jetzt würde ich mal sagen, lange Rede, gar keinen Sinn. Viel Spaß mit dem Video. Peace. So, Freunde, erste Frage. Was für Nike-Schuhe empfiehlst du? Freunde, ist das eine ernste Frage? Nike Air Force One Low in ganz weiß. Beste Nike-Schuhe in meinen Augen. Den gibt es immer im Laden, der ist selten ausverkauft. Und der ist auch noch preiswert, also go get it, go get it. Warum sammelst du keine anderen Sneaker wie zum Beispiel Nike, Sakai und etc.? Das Ding ist, warum ich keine anderen Sneaker sammle, ist, ich bin so einer, wenn ich ein anderes Modell kaufe, muss ich davon mehrere haben. Weißt du, ich meine, weil ich mag es nicht, einzelne Modelle in meinem Schuhschrank zu haben. Deswegen, wenn ich jetzt einen Sakai kaufe, muss ich alle Sakais kaufen. Weißt du, ich meine, und das kann ich mir nicht leisten, Freunde. Deswegen sammle ich nur die Schuhe, die jetzt hier, die ich schon habe. Welche Schuhe willst du dir demnächst noch holen? Also, ich habe mir jetzt den Jordan 1 UNC to Chicago bestellt. Jordan 1 Royal Blue. Ich habe meinen ja leider verkaufen müssen. Den Jordan 1 Core Purple 2.0. Weil ich ja den Core Purple 1.0 an meinem Geburtstag vor 2 Jahren, ne, verpasst habe. Deswegen brauche ich unbedingt den 2.0. Von allen Sneaker, die du hast, dein Favorite, der hier. Freunde, den Schuh werde ich noch in einem anderen Video vorstellen, ne? Genaueres, also Release Day, kurze Story und. Das will ich noch vorstellen, ne? Aber das ist mein Lieblingsschuh. Das Orange, ne, weißt du, das kommt richtig stark bei mir an. Ich weiß nicht, der Schuh hat was. Ich habe schon gesehen, viele feiern den nicht so wegen diesem Lack und etwas gelblichen Sohle. So, aber ich feiere diesen Schuh. Ich trage den wirklich sehr, sehr gerne. Wenn diese Krisenzeit vorbei ist, wird das der erste Schuh sein, den ich anziehen werde. Also ich habe diesen Schuh sehr gerne. Mir wurde ein Fake-Sneaker verkauft. Ist schlimm, den dann zu tragen? Das kommt ganz drauf an. Wenn du wusstest, dass du einen Fake-Schuh bekommst, dann ist das dein Problem. Dann musst du das mit dir selber ausmachen. Wenn du aber gedacht hast, du kriegst einen Originalen und du hast einen Fake-Schuh bekommen, dann ist das schlimm. Dann musst du das erstens bei eBay oder bei Kleiderkreise melden und sagen, ey, ich habe einen Fake-Schuh bekommen und du kannst ihn sogar anzeigen. Aber wenn du meinst, so, okay, ey, das, die Arbeit ist es mir nicht wert und dieser Prozess und Anzeige und Polizei, dann behalte den Schuh. Kannst du mir einen Sneaker zeigen und eine lustige Geschichte dazu erzählen, wie du sie bekommen hast? Dieser Bad Boy hier, ne, das ist der John 1 Obsidian UNC. Boah, Freunde, den habe ich jetzt zum Geburtstag bekommen. Wirklich, ich bin da mega dankbar für, dass man an mich gedacht hat und mir diesen Schuh geschenkt hat. Und zwar war das so, ich wollte den Schuh an sich kaufen, ne? Und das war dann so, dass du den Schuh nicht pre-ordern konntest aus so einer Liste und da gab es halt Raffle und sowas. Und ich bin kein Freund von Raffle, also habe ich mir gedacht, okay, ich mache Campout. Campout ist so, Leute campen vor einem Laden und warten, bis jemand die Tür aufmachen, dann gehst du rein und kriegst den Schuh. Aber das ist nicht so, dass jemand die Tür aufmacht und dann rennst du durch, ne? Nein, das ist anders. Der Erste, der vor dem Laden campt, der führt die Liste an. Der hat eine eigene Liste erstellt. Wenn du dann dazu gehst und dich hinsetzen möchtest, trägt er dich in diese Liste ein, weißt du? So, ich frag extra im Store nach. Ich frag, ey, wie schaut das aus? Hier, wie krieg ich den Schuh? Er sagt, ey, camp out. Ich sag, okay. Sag mal, ist der Schuh so gewollt? Will man den haben? Er sagt, ich glaube nicht, das wird ein billiger Schuh. Ich sag, okay, gut, Bruder, okay. Wann sollte ich am besten da sein? Er sagt, ey, komm so 5, 6 Uhr morgens. Freunde, das heißt, ich muss um 5 Uhr bis 10 Uhr morgens draußen vor einem Laden chillen, damit ich diesen Schuh bekomme. So, das ist sowieso geisteskrank. Ich gehe hin. Er sagt 5 Uhr. Okay, 5 Uhr. Ich gehe um 5 Uhr hin. Bruder, diese Schlange, ich wohne in Stuttgart. Diese Schlange ging bis nach Dubai. Mein fetter Kopf geht da hin und denkt sich so, ey, was mache ich jetzt da so? Was soll das denn? Ey, ich setz mich doch nicht dazu. Ich bin doch nicht geistes. Ich gehe zu Footlocker rein. Da gab es 3 Schlangen und 3 Listen. Und jede war genauso lang. Alle waren lang. Die haben sich da sogar gefightet, weil es gab 3 Listen und keiner wusste, welche Liste gilt. Dann gehe ich zu Kicks. Bruder, genauso ein Quatsch.
Schlange geht irgendwie zickzack und da gibt es drei Enten. Ich wusste nicht, wo ich mich anstellen soll. Ey, ich so, hey, das war's. Was mache ich jetzt da? Und dann Laden geht auf. Ich so, okay, wohin gehe ich? Ich gehe da rein, full. Ich gehe da hin, full. Dann gehe ich Superstore bei uns in Stuttgart, ausverkauft. Ich so, hey, das war's. Freunde, ich hab den Schuh nicht. Ey, ich war so frustriert. Ich war so sauer, ne? Ich war nicht mal sauer, dass ich den Schuh nicht bekommen habe. Ich war sauer, dass ich um 5 Uhr in der Stadt war und den Schuh nicht bekommen habe. Ich frag dann so einen Jungen, der hat den Schuh bekommen, voll glücklich läuft er mir vorbei. Ich fragte, ey, wie hast du den Schuh bekommen? Er sagt, Bruder, ich hab gekämpft schon gestern. Ich so, Bruder, wie gestern? Der Schuh kam heute raus. Ja, Bruder, ich war schon gestern um 17 Uhr da. Check dir diese Logik. Der Schuh kam Samstag um 10 Uhr raus. Er war Freitag um 17 Uhr von dem Laden. Bruder, was ist das für ein Leben? Ich kämpf doch nicht knapp 24 Stunden für einen Schuh. Bist du geistes? Ja, habe ich Geburtstag, kommt hier riesen Paket an. Ich so, was ist das denn hier so, ne? Ich mache Paket auf. Hey, da war der John 4 Cool Grey. Da war ein Vans drinne und da war dieser Bad Boy. So, und das ist mein Schuh. Wenn irgendjemand drauf tritt, dann tritt ich auf ihn drauf. Wie bist du dir zu 100% sicher, dass du keine Fakes bekommen hast? Wenn du ein bisschen länger in der Sneakerbranche drin bist, dann erkennst du das sofort. Also ich erkenne ein Fake 1er sofort. Ein Fake 4er erkennst du sofort. Ja, das ist ja geistig. Ein Fake 11er erkennst du auch. Einfach anhand dessen, dass die Sohle erstens ja nicht so ganz durchsichtig ist. Jede Sohle von Elva Jones sind so leicht durchsichtig, weißt du? Fakes sind nicht durchsichtig, die haben eine knallige Farbe so. Hey, ich bin rot. Und außerdem, die Schnauze von einem Elva ist so fett. Also, das ist ja ein riesen Gaskopf. Das ist so ein Kanister, weißt du? Da kennst du direkt so, ey, was ist das denn, Alter? Was ist das für ein Toe? Deine teuersten Sneaker. Das ist der hier. Das ist der John Ice Not For Resale. Das ist mein teuerster Schuh, den ich jetzt besitze derzeit. Ich gehe mal von den StockX-Preisen und den eBay-Preisen aus. Liegt zwischen 800 und 1000 Euro, wenn ich den jetzt verkaufen würde. Was machst du dagegen, dass deine Sneaker nicht stinken? Freunde, ich ziehe meine Sneaker nicht bei der Arbeit an. Also ich ziehe sie nicht an. Also ich ziehe keine Jays auf der Arbeit an. Weißt du, die meisten machen das so. Die gehen mit ihren Sneaker arbeiten. Dann gehen sie mit ihren Sneaker in den Club. Danach gehen sie noch mit ihren Sneaker irgendwie Basketball spielen und wundern sich, dass der Schuh büffelt. Ich sag ja nicht, dass er wie ich hier irgendwie 1000 Paar Schuhe haben muss. Aber du musst ein bisschen switchen, weißt du, ich meine? Weil dein Fuß schwitzt. Jeder Fuß schwitzt, mein Fuß schwitzt auch. Aber ich wechsle meine Schuhe und dann ziehst du halt frische Socken an, wäschst deine Füße und dann stinkt das nicht. Wenn es trotzdem stinken sollte, gibt es ja diese Sprays, dann lässt du das einfach mal so, ne? Diese stickige, stinkende, büffelnde Luft verbrennen, weißt du? Lässt du die brutzeln und dann geht das schon wieder. Meinung zu Unauthorized Authentics. Oh Mann. Also es kommt ganz drauf an. An sich ist der Schuh ja original. Okay? Der wurde nur nicht autorisiert. Sagen wir mal so, ne? Du bestellst bei mir eine Pizza, okay? Ich bin aber schon losgegangen, als du die Pizza bestellt hast. Jetzt sage ich zu meinem Kumpel, ey Bro, bring diese Pizza zu meinen Kollegen. Es ist immer noch meine Pizza. Du weißt, dass sie von mir ist, aber du hättest sie lieber gern von mir. So ist es da auch. Es ist ein echter Schuh, der wurde leider nur nicht autorisiert. Deswegen ist das Fake, was eigentlich gar kein Fake ist. Das ist Kopfsache. Letztendlich entscheidest du selber, ob du den tragen kannst oder nicht. Ich selber trage die jetzt nicht, weil ich sowieso nur Retros trage. So eine Frage taucht sowieso nur bei so Travis Scott 1er, Travis Scott 6er und 4er, Off-Whites. Da tauchen solche Fragen auf. Aber bei so normalen OGs, wie fallen 1er Jordan und 11er Jordans aus? Also 1er Jordan fallen Truefit aus. Also wenn du 42,5 hast, musst du dir 42,5 bestellen. Und 11er Jordan eigentlich auch. 11er Jordan eigentlich auch. Ich habe 42,5. Meine 11er sind auch 42,5. 43. Ich habe sogar einen 42er, aber das tut weh. Den musst du richtig dick einlaufen, damit der dir passt. Aber ansonsten, 11er und 1er sind immer Truefit. Meinung zu 1er Jordan Mids. Würdest du sie tragen? Gefallen sie dir? Mein Schuh ist es nicht. Ich trage sehr gerne OGs. Ich trage keine Mids. Ich hate die Schuhe nicht, aber das ist einfach nicht mein Ding, ne? Weißt du? Wie du 1er und Mid Highs unterscheiden kannst, ist ganz einfach. Schau mal, das ist ein 1er Jordan OG. Und 1er Jordan haben immer Nike Swoosh und Nike Air dran. Mid Highs haben ein Jumpman dran, weißt du, ich meine? Da ist ein Jumpman dran. Sehen Fake Elva aus wie originale Elva?
Nein, wie ich schon sagte, die Schnauze ist unfassbar groß. Das ist sehr geisteskrank. Und außerdem, der Jumpman ist ganz komisch, ne? Ein normaler Jumpman springt so. So, ne? Und der Jumpman Fake, der springt so. Bruder, was machst du? Welche Position? Was für eine Position nimmst du da ein, wenn du so machst? Was wäre der perfekte Preis für Einser Jones? Boah, das ist schwierig. Weißt du warum? Weil nicht jeder Einser Jones kostet gleich viel. Also das kommt ganz drauf an, was das für ein Schuh ist. Ein Energy ist zum Beispiel hier der Go-Toe oder ein Off-White oder so. Energy haben ganz andere Preise, die sind ganz teuer. Dann ein Retro OG, das sind jetzt diese Farben, die Michael Jordan selber getragen hat. Die sind nochmal ganz teuer. Dann gibt es jetzt noch Jays, die einfach aus dem Nichts kommen, weißt du, ich meine, die haben auch nochmal ganz andere Preise. Wie zum Beispiel der Crimson Tint John 1, der hat jetzt gerade einen Preis von maximal 200 Euro. Der Go-Toe hat einen Preis von 550 Euro jetzt, ne? Und der Nafe Reset Energy, der kostet 1000 Euro, weißt du, ich meine? Also das kommt ganz drauf an. Sind die Preise für Jones heutzutage übertrieben oder gerechtfertigt? Übertrieben. Einfach übertrieben. Nur weil Travis Scott einen Schuh designt hat, willst du von mir 1,8 haben. Geht's dir gut? Kann ich dir helfen? Wie geht's dir? Alles gut? Brauchst du Aspirin? Kopfschmerzen? Alles gut? 1800 Euro für einen 1er John, für einen 1er Travis Scott, das ist doch geistes, Mann. Das ist einfach unfair. Weißt du, ich meine, welcher normale Mensch kann sich da solche Schuhe leisten? Kids wollen den Schuh haben, ich will den Schuh haben, Ladies wollen den Schuh haben. Also, ich meine, 1,8, das ist doch geistes, das ist nicht fair. Wie viele Jordans hast du? 30 ungefähr? Knapp 30? Ja. Wieso findest du Jordan 1 so geil? Einfach, weil du den zu allen anziehen kannst und außerdem der Schuh hat Power. Wenn du 1er Jordans hast, ne? Und du läufst an einen vorbei, der auch 1er Jones trägt, ne, gute. Augenkontakt ist da. Du guckst dann du so. Mhm. Und dann guckt dich ja er so. Yeah. Wann hast du mit der Sammlung angefangen? Ich habe 2018 mit Vans angefangen. Und jetzt, letztes Jahr, habe ich dann komplett angefangen mit Jordan. Machst du eventuell mal ein Gewinnspiel, zum Beispiel ein Jordan 1 verlosen? Feier deine Videos. Dankeschön erstmal, Shoutout an dich. Ich werde zwar ein Gewinnspiel machen, aber jetzt nicht mit Jordan 1, weil Jordan 1, ich sammle sehr gerne Jordan 1, ich will sie selber haben, weißt du, ich meine? Und die sind halt sehr teuer, weißt du, ich meine, da muss ich schon einiges hinblättern, um die zu verlosen. Was ich mache, ist ein Gewinnspiel, wo ich Air Forces verlose, weil das kann ich mir so in den Rahmen leisten. Ich werde sie selber finanzieren und sie dann verlosen. Ich werde dann ein Gewinnspiel auf Instagram machen. Da werde ich mir was einfallen lassen, wo ihr ganz fair und ganz legit irgendwas gewinnen könnt. Ich bin jetzt nicht so einer, der sagt, hey, markier 500 Leute, abonniere mich 30 Mal und du gewinnst vielleicht irgendwas und dann kriegst du gar nichts. Ich bin nicht so einer. Ich mag das gar nicht. Deswegen, bei mir werdet ihr safe irgendwas gewinnen. Was hältst du von Yeezys und hast du einen Faith? Ich feiere Yeezys nicht so krass, ich feiere gar keine Adidas eigentlich. So, ich habe meine Highlight-Story auf Instagram, habe ich ein Yeezy 350 Zebra und ein Yeezy 700 Wave Runner. Aber sonst, ich feiere die jetzt nicht so, also kann man machen so, weiß ich mal, sind geschmeidig, sind super weich, wirklich läufst auf Wolken, wenn du den 350er trägst, aber mein Schuh ist es nicht. Feierst du auch Designerschuhe? Ja, schon, ja. Ja, das Ding ist an Designer, du brauchst schon Geld, ne? Gute Designer kosten 400 Euro, da brauchst du schon Geld, weißt du? Ich kann mir das nicht leisten, einfach zu sagen, ey, weißt du, ich gehe heute zu Dior und kaufe mir heute einen Dior Chucks für 900 Euro. Nein. Ich sind 1er John einfach zu kappen. Hell no. Nein. Jeder will 1er Johns haben. Und ja, Nike merkt sich das natürlich und macht das ganze Spiel noch viel schwieriger, einfach damit gar keiner die Schuhe bekommt, weiß ich mal. Die regen sich doch selber auf, dass jeder irgendwie trotzdem noch die Schuhe gewinnt, weiß ich mal. Deswegen, die machen das ganze Game noch ein bisschen schwieriger. Deswegen, 1er Jordan zu kappen ist mit das Schwierigste, was es überhaupt gibt, weiß ich mal. Das ist ja geistes. Welche Sneaker trägst du zurzeit? Bist du ein Hype-Beast? Nein, bin ich nicht. Ich bin kein Hype-Beast. Ich mag Hype-Beasts nicht. Also, Shoutout an alle, die Hype-Beasts geworden sind. Great job. Was genau ist ein Hype-Beast? Ein Hype-Beast ist einer, der Supreme Cap, North Face Jacke, Amiri Hose, drunter Off-Whites. So diese kreuz und quer von Marken. Ich feiere sowas nicht. Ich ziehe ein ganz schlichtes schwarzes T-Shirt an, dann ziehe ich eine Jeans drunter und dann einen Jordan drunter. Weißt du, ich meine, so fertig. So, ich bin ganz geschmeidig unterwegs. Ich muss nicht mit
Marken prallen, weißt du, ich meine, ich muss es nicht flexen mit irgendwas, mache ich nicht. Ich bin einer, ich ziehe mich ganz schlicht an, nur meine Schuhe haben was zu melden, weißt du, ich meine, ab und zu, klar, lasse ich Bip-Banger hängen und so, ziehe irgendwas Teures an, so, aber so an sich, ich bin nicht einer, der irgendwie mit Balenciaga-Sachen rumrennt oder irgendwas, nein, muss ich machen, so, ich ziehe mich ganz geschmeidig an. Einen coolen Schuh drunter, du schaust trotzdem auf meinen Schuh. Hast du einen Tipp für die Kids, die gerne Schuhe sammeln? Ja, mein Tipp, den ich euch wirklich ans Herz lege. Guck mal, ich weiß, es macht euch Spaß, vielleicht mal mir zuzuschauen und die meisten gönnen mir das auch. Viele gönnen mir das, dass ich jetzt sehr viele Schuhe habe und so. Aber das Ganze muss ich mir auch selber erst erarbeiten, weißt du, ich meine? Bitte, 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 macht mir das nicht nach. Macht mir nicht nach, indem ihr einfach blind euer ganzes Geld ausgibt für Schuhe. Ich mach das ja auch nicht. Ich mach das schon bedacht. Weißt du, ich meine, ich lebe alleine. Ich habe mein Leben zu finanzieren. Weißt du, ich meine, ich kann jetzt nicht mein ganzes Geld oder mein Erspartes, mein hart erarbeitetes für Schuhe hergeben. Das guckt erstmal, dass ihr eure Schule macht. Weißt du, ich meine, eure Ausbildung, spart das, gibt das für wichtige Sachen. Es gibt viel wichtiger Sachen, weißt du, ich meine, es gibt so viele Sachen, die ich leider nicht gemacht habe, weil ich Schuhe gekauft habe. Ich wollte reisen, ich wollte dies und das machen, das habe ich leider noch nicht gemacht, aber das werde ich noch machen, Gott ist groß. Aber vorher lege ich euch ans Herz, bitte macht das nicht nach, weil das ist nicht nur Schuhe kaufen, du brauchst Connection, du wirst sehr oft enttäuscht sein, sehr, sehr oft, weil du einfach dir etwas ausmalst, was du niemals bekommst. Deswegen, Freunde, ihr müsst euch das wirklich überlegen, ob ihr damit anfangen wollt. Es macht sehr viel Spaß, das muss ich euch ehrlich sagen, das macht wirklich sehr viel Spaß, aber überlegt euch das und macht vorher eure Schule und eure Ausbildung, das ist viel, 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 viel wichtiger. Ja, Freunde, das wäre es gewesen wie heute, ne? Dankeschön für die ganzen Fragen, die ich online bekomme auf Instagram. Ich hoffe, ich konnte einige Fragen beantworten und euch weiterhelfen. Wenn ihr Fragen habt, bitte zögert nicht, fragt mich. Ich bin gerne für euch da. Deswegen schreibt mich auf Instagram, auf Snapchat, abonniert mich da, checkt mich ab, ne? Freunde, wir sehen uns demnächst. Ich bin King Mortizi. Dankeschön, das ist Nico Talk. Peace. Ey, ja. Peace.